Deswegen wollte ich Joshua dabei haben. Kommt der Kleine ja nicht mit. Mistviech! Ich hab gesagt, ich komme wieder. Ich hab gesagt, ich krieg ihn. Ich muss nur warten. Der Geduldige ist am Ende der Jäger, der siegt. Ich war noch zu schwach. Aber jetzt habe ich es geschafft. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt deinen Auftrag. Sorry, Joshua, aber sonst kommst du ja nicht mit. Ich musste dich irgendwie aus dem Versteck locken. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Cyril, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord? Oh, ich dachte, liest uns das vor. An meine geliebten Söhne. Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns hervorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und das Drachenhauch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will. Werden meine Pläne unser Überleben sichern, aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leibwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch diese schwere Erbe erlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und an meinen Glauben an euch erinnert, euer Vater. Ein Erbe? Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valestea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt. Welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, euer Gnaden. Danke, Cyril. Wollen wir? Sprich in der Schrift kann man mit Großherzog Elwins dienen. Großherzog Elwins Dienerin, okay. Oh. Also. Da ist ja irgendwie was Tolles drin. Ja. Hm.
Milord, euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Statt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl? Der Nistplatz liegt im Süden. Doch seien wir vorsichtig. Goditha wurde schließlich schon einmal enttäuscht. Eine Ätherflut, ja. Ursel ist mein zweiter Vorname. Gut, dann machen wir das. 237 Meter, aber in die Richtung, ne? Yep. Na komm, mit Joshua. Ja. Augen auf, Joshua. Was ist das? Da ist er! Für Haus Rossfield! Yo! Bist du wer, du Kackfisch? Aber
Ich hätte mich vorher mal meine Energie auffüllen sollen, Scheiße. Fuck! Ja. Komm her! Oh Gott. Ja! Ja, so einen Drachen kriege ich hin, aber so ein Vogelfiech. Boah, für welchen letzten Nerv? Heiltränke. Oh mein Gott. Oh. Ah. Mal gut, du Kackviech, Mensch. Das reicht's, Mensch, du blödes Vogelfieh. Ah, so, easy. Smirrod ist erledigt. Sehr gut. Gott nochmal, Herzstein, okay. Ist das der Herzstein? Lady Godetha wird es wissen. Ich hoffe ja wohl, ne? Ihr seid wohlbehalten zurück. Dann ist der Greif besiegt. Und der Herzstein errungen. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden, euer Vater wäre so stolz. Lady Godetha? Der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Die Armbänder sind fertig. Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde, innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten.
Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen, als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Danke, Lady Godiva, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godiva, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Frage. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Besuche das Denkmal, okay. Auf zum Denkmal. Lange her, glaube ich, seitdem wir das letzte Mal. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Denkst du, wir sind stark genug? Um die Welt zu retten? Bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was wir jetzt wissen, wozu Mutter in der Lage war. Aber vielleicht mit den Armbändern. Ihn bei uns zu wissen, hätte sicherlich geholfen. Tschüss.
Oh, noch ein G4 haben wir? Okay. Easy. Menden Donner zerstörten Welt. Müssen wir jetzt unserem Vater besuchen. Mit diesen ganzen Arkadischen ist teils die ganze Welt ein Friedhof. Oh nein, die Bombe, die will ich nicht. Da vorne ist es. Ja, und wir sind die einzigen, die die Welt überhaupt retten können. Wenn wir nicht stark genug sind, Joshua, dann ist es niemand. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönixtor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Für mich war er mein größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja, und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen. Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn. Ja, bis zum Ende.